Zack, 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 zacki, zacki, zack. Ich baue ein Gefängnis. Tralala. Okay. Das wird dann da oben zugemacht. Das heißt, da kommt noch eine Schicht drauf. Ja, 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 ja. Das kann man so lassen, ja. Ja. Ich glaube ja, das mache ich denn hier auch. So ein Verhörraum. Ja, da müssen wir mal schauen. Man könnte es ja, glaube ich, schon erahnen, was das denn im Großen und Ganzen sein soll. Wenn nicht, sag ich's gleich. Hier ist ja der Verhörraum, ne? Und da gibt's ja immer so eine schöne Scheibe, wo die Bullen dann von der anderen Seite zuschauen, so, ah ja, ja, der lügt nicht und so, ne? Wisst ihr ja. Okay, wie mache ich das denn? Mache ich das hier so oder mache ich das... Wie ist das denn? Ich mache das hier. Hier ist das besser. Ja... Ich glaube, ich mache das mal den Eingang lieber hier. Und... Ach, Mann. Okay. Jetzt habe ich überall natürlich Scheiben reingezimmert und habe natürlich... Nee, doch nicht. Hä, wieso habe ich denn... Toll. Auf der einen Seite mache ich Scheiben rein, auf der anderen Seite mache ich natürlich nicht. Das ist natürlich super schlau und super produktiv. Deshalb flitzen wir nochmal noch dort hinten. Da können wir uns auch gleich mal neue Cleanstones holen. Die brauchen wir auch noch. Mann, 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 Mann. Das schlaucht schon wieder hier. Aber es ist ja auch schon wieder 1 Uhr morgens. So. Ah ne, ich nehme die mal frisch aus dem Ofen. Aber da legen wir gleich mal wieder neue nach. Ich habe zwar welche hier in der Kiste rumliegen. Aber mir ist das lieber, wenn ich... frisch produzierte nehmen. Dann haben wir hier immer noch welche in der Reserve, falls mal die Kohle alle geht. Ne? Wisst ihr. Das ist alles fein strukturiert und gut überlegt, hoffe ich. Also ab und zu. Selten, aber oft. Gut, wir nehmen uns hier mal ein schönes Glasdeckchen und gehen wieder zurück. Ja. Cleanies habe ich dabei. Glas natürlich jetzt auch. Mit unserem einen Glas ausgerüstet. Ja, es wird schon ein großes Teil hier, was wir hier bauen. Und es wird schon wieder dunkel. Mann, Mann, Mann. Kommt mir das nur so vor oder ist das wirklich so, dass es ständig dunkel wird, aber wir können auch nicht pennen gehen? Ach, Mann. Naja, dann mache ich mal hier erstmal Glas, 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 Glas. Ja, machen wir erstmal hier ein bisschen Licht rein. Zack. Ist jetzt nicht alles so, so wie es am Ende sein wird. Das ist jetzt erstmal alles nur provisorisch. Das wird noch, das wird noch. So, aber jetzt müssen wir knacken gehen können. Ja, guten Nacht. Ja, ja, schon wieder morgen. Ach Mann, der Witz wird doch nie alt. Okay. Hüpf. Zack und zack und zacki und zacki. Und wir haben ja zum Glück Cleansies gerade geholt. Okay. Wie wollen wir das denn machen? Ja, wir brauchen erstmal Holz. Sagen wir jetzt mal, das ist der Tisch. Kleine Stufen bräuchten wir noch. Holzstufen am besten. Ich brauche zwar eigentlich nur 2, aber dann bleibt nur eine übrig. Dann kann ich ja gleich mal ein paar mehr machen. Die Türen lasse ich mal drinne. Das Holz nehme ich wieder zurück. Hier können wir die Tür... Ja. Ach Mann, konzentrier dich, Junge. Das kann doch nicht so schwer sein. Geht doch. Zack und zack. Dann können wir hier auch mal gleich die Türen reinzimmern. Zack und zack. Und gleich aufmachen. Okay. Hier sitzt dann die arme Sau. Hier der Kopf. Und ich glaube... Zack. Wir machen das mal hier hin.
So, was haben sie denn getan? Hier steht noch eine Fackel. Ja, oder? Oder? Oder, nein, warte mal. Das machen wir einen kleinen Tick anders. Das ist mir alles so unsymmetrisch. Aber hier, ne, liebe Leute. Da haben wir schöner 5er Abstand. Das heißt, wir können hier schön in der Mitte reinzimmern. Und dann machen wir Stühlchen hier, Stühlchen dort. Fackel an der Wand. Das läuft. Hier auch noch ein paar Fackelchen. Ja, und dann wird hier verhört, ne? Gut, dann haben wir den Verhörraum schon mal fertig. Wir haben Zellenblöcke, haben wir auch schon fertig, ein paar. Mann, das geht auch gut voran. Und falls es jemand bemerkt hat, es ruckelt nicht mehr. Haha, zumindest jetzt gerade erstmal nicht. Das heißt, es hat doch daran gelegen, dass die Tonaufnahme aus Versehen doppelt aufgenommen worden ist. Was natürlich auch heißt, dass diese ersten 50 Minuten wird kein Spiele-Sound zu hören sein. Das werde ich dann ganz ausmachen. Aber naja, Hauptsache mein Gebrabbel ist noch irgendwie verständlich. Und die schöne Melodie, die ich hier noch reinzimmern werde, wie immer, ne, das kennt ihr ja jetzt schon, wird natürlich auch dabei sein. So, jetzt müssen wir aber erstmal schauen, wie wir hier weitermachen. Na, ist schon wieder so suboptimal hier. Dann machen wir mal hier, zack, zack. Ja, machen wir das mal so. Alles so ganz provisorisch. Also ich baue hier auf keine Vorlage, ne? Also falls jemand denkt, hey, der hat doch schon einen Plan. Also ich habe immer so groben Plan, zumindest was ich reinbauen will, aber wie ich das am Ende alles baue und in welcher Reihenfolge und pipapo und so, ihr wisst das schon. Da habe ich immer keinen Plan. Ich mache das alles nach Gefühl. So, aber genug Stuss gelabert. Türchen, Türchen, Fackelchen und hier haben wir jetzt so einen schönen Bereich. Was kann man denn hier so Schönes machen? Eigentlich, gar nichts. Ja, gar nichts. Ja, keine Ahnung. Hier können wir hier noch ein paar Säulen hinbauen, so dekorativ, ne? Was haben wir hier? Eins. Dann können wir hier so, ja. Zumindest in den Ecken könnten wir Säulen machen, damit es wenigstens ein bisschen Mittelalter, rustikal, antik, wie auch immer, mäßig aussieht. Ja, das wird hier noch ein nach oben gehen und dann nochmal ein nochmal oben drauf. Ne? Irgendwie muss das schön aussehen. Irgendwie. Ja, hier werden denn die ganzen Plätze sein. Wie machen wir denn die? Also hier kommt natürlich erstmal der Verhörraum. Da muss natürlich erstmal zugemacht werden. Machen wir mal schön. Nein, machen wir das doch mal anders. So ist das optimale. Jetzt müssen wir so viele Umbauten machen. Und so haben wir nur etwas Glas verbraucht. Zack und zacki und zacki, zacki, zacki. Und natürlich habe ich den Eingang vergessen. Das war ja natürlich super schlau von mir. Hier stehen dann die Bullen drin. Die müssen ja irgendwie zuhören können, durch die Scheibe glotzen, die natürlich von der anderen Seite nicht sichtbar ist, ne? Aber trotzdem jeder weiß, dass er beobachtet wird. Was ich auch immer irgendwie ein bisschen komisch finde. Aber die schlauen Jungs von der Polizei, die haben schon irgendwie eine Idee und wissen schon genau, warum sie das machen. Naja. Ja, haben wir ein paar. Ja, haben wir. Hier sitzt. Ja, ist ja mal wieder super gelaufen. Hier sitzen dann die guten Leute und schauen dann an, was der Typ denn da die ganze Zeit für einen Stuss labert. So, und dann, aha, ja, hier, ne, der lügt, oder, nicht, ne. Hier kommt denn das, der Chefraum,
Hier sitzen der Boss. Wie heißen die denn? Die haben noch einen Namen hier. Na, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Wäre aber nicht das erste Mal, dass mir was nicht einfällt. Also insofern scheiß drauf. Okay. Ja. Hüpf. Ja, natürlich mal wieder schön auf die Schnauze gelegt. Hier ist der Schreibtisch. Schön mit dem Sessel, ne? Machen wir uns gleich mal ein paar Schilder, damit es schön, damit es auch genauso aussieht wie ein Sessel. Dafür brauchen wir 2 Stickies und eine Handvoll Holz. Zack und zack, Mann, da geht doch das Holz perfekto auf. Genau geplant. Und ich bin immer noch am Überlegen, was ich hier für einen Boden reinzimmer. Ups. Ich bin noch ein bisschen uneinig. Sonst mache ich immer Holz rein, aber Holz würde jetzt hier nicht so ganz passen. Und, habe ich noch ein paar Bücherregale? Das wäre doch jetzt auch noch geil, wenn ich noch welche hätte. Ja, ich überlege. Ich könnte natürlich Cobblestones machen. Halt ein bisschen rustikaler. Das würde für die Zellenblöcke zwar gut aussehen, aber dann später bei den Cops, was wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte... Ach, Bücherregale, genau. Ja, wir haben noch Bücherregale und sogar noch eine ganze Menge. Hier, wir haben noch ein paar Schilder, die nehmen wir auch gleich mit. Und Holztreppchen, die nehmen wir alles mit. Können wir alles gebrauchen. Wolle, ne, dann nehmen wir doch gleich einen schönen Teppich mit. Und was haben wir denn noch hier? Schwarzwolle können wir auch mal mitnehmen. Dann machen wir wenigstens bei den Polizisten schönen Teppich rein, damit es wenigstens bei denen schön aussieht, ne? Obwohl natürlich Blau natürlich wesentlich geiler wäre, aber ich habe kein Blau. Dafür muss ich diesen komischen Stein da finden. Wie heißt der? Lapisla Tino oder Ribo oder wie auch immer. Jedenfalls ist es ein ganz komischer Stein, den man in Minen findet. Und der ist logischerweise blau und daraus kann man sich halt blaue Farbe machen. Würde natürlich für die Polizei wesentlich besser passen, aber naja, hab ich jetzt nicht. Gut, hier machen wir natürlich noch schön paar Regale rein. Ja, bei den guten Herren muss es ja wenigstens ein bisschen vernünftig aussehen. Zack und zack. Und die Fackeln. Zacki, zacki. Hier sind, glaube ich, schon alle drinne. Jo, das sieht supi aus. Okay, dann haben wir wenigstens beim... Da hätte man natürlich jetzt noch Bilder reinmachen können, aber das habe ich jetzt natürlich vergessen. Juhu, kennt man ja. So, wie mache ich das denn jetzt? Wie sieht denn das aus? Wie mache ich das denn mit Holz? Holz, Holz. Dafür brauche ich erstmal Holz. Die legen wir erstmal schön zur Seite. Das kommt mit rein. Hier, Holz, Holzi, Holzi, Holzi. Holzi, Holzi, Holzi. Hier können wir auch nochmal machen. Daraus machen wir einfach mal ein paar Stickies, um das mal zu verbrauchen. Denn wir brauchen auch gleich neue Fackeln. Apropos neue Fackeln, verbrauchen wir die dreimal, dann können wir gleich neue machen. Nein, die Öfen wollte ich noch nicht haben. Da-da-da-da-da-da-da-da-dam. So, das läuft doch. Aber erstmal gehen wir wieder eine Runde knacken und wir sehen uns morgen. Ja, und es ist schon wieder morgen. Ach, wie toll. Das mit dem Bett ist echt praktisch, also supi. Okay, also die haben ja alle immer so ihre Schreibtische, die immer abgegrenzt sind und sowas will ich jetzt versuchen auch mal zu machen. Ist natürlich die Frage, wie wir das machen. So, ein Durchgang muss natürlich bewahrt bleiben. So. Irgendwie so. Sieht ja zwar vielleicht noch ein bisschen komisch aus. So,
So, die sind ja immer nie hoch, diese Einteiler. Die kann man natürlich jetzt so nicht craften, diese Einteile, die sie da immer zwischen diesen kleinen Bürotischen haben. Deshalb versuche ich das jetzt erstmal so provisorisch so zu machen. Hier haben wir dann den Schreibtisch, da ist eine Fackel oben drauf. Und das nehmen wir jetzt einfach mal als Laptop. Ne, Laptop und Fackel.